Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Heute frisch erschienen quasi, Kirby Triple Deluxe für den Nintendo 3DS. Ein Spiel, auf das ich mich fürchterlich freue. Also fürchterlich freue. Und schauen wir mal, wir werden das Spiel zu 100% machen. Ich habe hier schon ein Savegame mit 91%, weil ich schon eine ganze Zeit lang die Möglichkeit hatte, das Spiel zu spielen. Die letzten 9% sind Sammeleien. Was es damit auf sich hat, werde ich dann noch entsprechend mitteilen und zeigen, was es da gibt. Und ich gehe auch mal davon aus, dass die letzten Parts dann etwas langsamer jeweils released werden, weil man wirklich viel zu sammeln hat. Und naja, ihr wisst schon. Schau mal rein. Wir haben einen Story-Modus, wir haben Kirbys Recken. Was das ist, werde ich später noch zeigen. Und DDDs Trommellauf. Was die ganzen Spielmodi hier sind, werde ich entsprechend zeigen. Wenn es soweit ist, jetzt legen wir erstmal mit dem Story-Modus los. Oh, okay. Ich muss sagen, ich find's super geil, dass es endlich wieder ein neues Kirby-Spiel zu spielen gibt und zu sehen für euch. Denn, oh, ich liebe diese kleine rosa Knutschkugel. Und ich habe eine Idee, wenn ihr auch die rosa Knutschkugel total gerne mögt, dann dürft ihr jetzt eine Knutschkugel in die Kommentare schreiben. So, hauen wir rein. Welt 1. Level 1, blumige Breiten. Und ich werde ganz kurz den unteren Screen zeigen. Da gibt es ein paar Menüpunkte, die wir kurz durchgehen könnten. Wir haben einmal Glücksbringer. Was es damit auf sich hat, werde ich zeigen. Sonnensteine sind die Collectibles in den Levels. Ähnlich wie in Kirby's Adventure Wii. Wir können zurück auf die Weltkarte jederzeit oder das Spiel unterbrechen und pausieren. Aber das wollen wir jetzt alles nicht machen. Wir wollen in Level 1. Und gucken, was es da für uns zu holen gibt. Es werden wieder viele Waddle Dees sterben. So viel kann ich schon mal versprechen. Es wird bestimmt wieder irgendjemanden in Kommentaren geben, der wie bei Kirby's Epic Yarn einen Waddle Dee Death Counter macht, was ich sehr lustig fand, muss ich mal so sagen. So, wir haben wie üblich wieder die Sterne, die wir einsammeln können. 100 Stück geben ein Extra Life. Wie immer, kennt man ja.
und schon unseren ersten Mobster. Er ist so knuffig. Abflug. Und tada! Prima, weiter geht's. Und oh, das Spiel sieht so wunderschön aus. Schaut euch das an. Vor allen Dingen mit dem 3D-Effekt vom 3DS kommt das Ganze nochmal so viel besser. Und ich muss sagen, es gefällt mir rein grafisch teilweise besser sogar als die Wii-Version. Muss ich einfach mal so sagen. Und hier haben wir unser erstes Opfer. Stirb, Waddle-Dee. Und du brauchst hier gar nicht so rumzuschaukeln. So, gibt's da oben was? Ich glaube nicht, nee. Okay, weiter geht's. Hier können wir einfach durchsliden. Da oben ist nichts weiter, na gut. Und hier slide ich auch nochmal durch. Von Sternis, sehr schön. Oh, nice. Natürlich können wir wieder kopieren. Hier haben wir das Schwert. Ich werde alle Copy-Abilities sehr wahrscheinlich zeigen. Wird sich wahrscheinlich einfach so ergeben. Es gibt einige neue, die es in vorherigen Kirby Games noch nicht gab. Und vor allen Dingen eine davon gefällt mir unglaublich gut. Und wir haben hier diese neuen Warpstars, die bringen uns in den Hintergrund oder in den Vordergrund, je nachdem. Auch eine kleine Gameplay-Neuerung hier in Triple Deluxe. Und auch natürlich da, um den 3D-Effekt so ein bisschen, ne, zu zeigen. So, ich könnte eigentlich mal einen Waddle-Doo aufsaugen, damit ich auch die Beam-Fähigkeit zeigen kann. Aber naja, zeigen wir halt eine andere. Zum Beispiel dich da. Hallo, das ist Feuer. Damit können wir Feuer spucken oder können hier diesen Feuerball nutzen. Und brauchen das sogar relativ oft für Secrets im Endeffekt. So, die kleinen Tutorials im Hintergrund. Waddle-Dee, die! Die! Oh. Ich würde ja sagen, sie tun mir leid, aber doch, sie tun mir ziemlich leid. Wobei, man muss dazu sagen, im Gegensatz zu Kirby's Epic Yarn, wehren sie sich hier so ein bisschen. Man kriegt zumindest Schaden, wenn man in die Waddle-Dees reinläuft. So, mit der Feuerfähigkeit können wir auch hier die Büsche versengen, was auch wichtig ist, denn sobald man im Spiel irgendwo einen Busch oder irgendwas sieht, was man zerschneiden kann im Vordergrund, sollte man das tun, um Secrets zu bekommen. Was das war, sehen wir am Ende des Levels. Werde ich da nochmal drauf eingehen. So. Stirb! Okay. Achso, ja, hier können wir einfach drüber rennen, auch wie in jedem anderen Kirby-Game im Endeffekt. Hören wir hier nochmal auf. Ah, jetzt habe ich... Na gut, macht nichts. Macht nichts. Mit dem Schwert könnten wir die Hecken theoretisch auch zerlegen. Moment, ich will nochmal zurück. Gab's da was? Oh, ein schlafender Waddle-Dee. Die! Ah, sehr schön. Lebensenergie-Trank. So, komm mal her. Obwohl, ich werde gleich eh wieder die Power wechseln. Da hinten zu den Elektro-Dingen. Dingenskirchen. Elektro funktioniert auch wie in Kirby's Adventure Wii. Wenn wir uns ein bisschen rumwackeln, dann laden wir uns statisch auf und können so einen riesen Superlaser feuern. Oder eben ein Schild für nahe Gegner. Und ich muss sagen, ich kenne nicht alle Moves von allen Fähigkeiten auswendig. Es gibt die Möglichkeit, im Startmenü zu schauen, was die einzelnen Fähigkeiten so ein bisschen können mit allen Moves. Und ja, sehen schon. Durch das elektrische Aufladen und so, ne, werden die meisten Moves für die Elektrokraft ausgeführt. Okay, weiter geht's. Wir haben viel zu tun hier. Oh, was haben wir denn da? Blümchen. Oh. Das ist die Superpower sozusagen dieses Spiels. Was in Kirby's Adventure Wii die ganzen Superfähigkeiten waren, ist hier die Meganova. Und die Meganova ist recht interessant. Wir haben nämlich eine ziemlich große Reichweite zum Einsaugen jetzt. Und die Reichweite ist nicht nur ziemlich groß, sondern die Objekte, die wir einsaugen, können auch relativ groß sein. Wenn es denn sein muss und sie im Weg stehen. Friss Kirby! Dom! Lass dir es schmecken. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es besonders gut schmeckt. Und hier haben wir unseren ersten Sonnenstein. Tada! Nummer 1 von 2. Wie gesagt, das sind hier die Collectibles. Er enthält die Kraft der Sonne. Finde so viele, wie du kannst und schalte den Weg zum Boss frei. Ja, man muss eine gewisse Anzahl finden, um Bosse freizuschalten. Und es gibt auch eine Geheimstage, die man auch freischalten kann in jeder Welt. Werde ich natürlich auch noch zeigen, wie das dann aussieht. Jetzt saugen wir erstmal die ganzen Waddle-Dees hier ein und alles Mögliche, was hier rumschwirrt. So, rettet die Bäume.
Weg mit euch! Okay. Und mit der Meganova können wir auch so kleine, ich nenne es jetzt mal Rätsel lösen. Oh Gott, die Waddleys wollen doch nur spielen. So kleine Rätsel lösen. Kleine Schieberätsel, kann man sagen. Wir können uns nämlich auch bewegen, während wir die Meganova benutzen und so die Felsen hier zurechtschieben. Das brauchen wir später im Spiel noch öfter, um einige einfachere Rätsel zu lösen. Und ja, alle Sonnensteine in 1-1. Das klingt gut in meinen Ohren. Gehen wir weiter. Oh, ein Waddle-Dee-Turm. Die! Nom nom nom. Sehr schön. So. Ah ja, und diese Metallkugeln werden später auch für einige Rätsel wichtig. Aktuell reicht es, wenn wir sie einfach voll nach hinten ziehen und einmal hier alles umhauen. Und wir haben da unten schon was glitzern sehen, nämlich dieses komische goldene Teil. Was das sein wird, werden wir gleich sehen. Das war das, nee, das war nicht das Zielportal, sorry, das kommt erst noch. Es kommt noch ein Miniboss. No. Okay, er wirft diese Blöcke, die saugen wir einfach auf. Und wenn er wieder erscheint, hauen wir ihm einen Block an den Kopf. Donk. Ach, schön. So, schauen wir mal. Der hier wird uns erst ein bisschen verarschen. Na, brauchst gar nicht damit zu kommen, du Arsch. So, hier, frisst das. Donk. Oh Gott, und der Big Boss ist da. Das hat ihm wohl gar nicht so gut gefallen, was wir hier mit seinen Freunden angestellt haben. Nein! Oh Gott, ich habe zu lange eingesaugt, okay. Und... Oh, zu langsam, verdammt. Okay, komm schon. Diesmal nicht. Nom, nom, nom. Und... Bams! Yay! Donk. Hey, da ist das Zielportal, Mensch. Weiß nicht, warum ich vorhin die Tür für das Zielportal gehalten habe. Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Da rechts haben wir nichts weiter. Und wir können jetzt gepflegt das Level beenden und verlieren unsere Meganova-Kraft. Kommen dafür ein kleines Bonus-Level. Ein typisches Kirby-Bonus-Spiel im Endeffekt. Und ich glaube, das reicht nicht bis ganz ans Ende. Bam, 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 bam. Ah, so close. Yay. Und ein paar Sterne gibt's. Und Essen. Und jetzt sehen wir auch, was diese Anhänger sind, die wir eingesammelt haben. Nämlich auch kleine Collectibles. Es gibt insgesamt 256 davon, glaube ich, waren es. Die zählen auch auf die 100% dazu. Und das ist der Grund, weshalb ich gesagt habe, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich die 100% erreicht habe. Die müssen wir nämlich dafür alle einsammeln. Man kann die relativ schlecht in einem normalen Durchgang alle einsammeln. Aber man kann die in einem bestimmten Stage immer wieder einsammeln oder in bestimmten Spielmodi kriegt man die auch. Beziehungsweise, wenn man in Bonus-Level hier bis zu 1 sich rüberschießt, bekommt man auch einen silbernen Anhänger geschenkt. Hier haben wir den Tack-Glücksbringer. Und Wheelie-Pilot. Und einen goldenen Glücksbringer. Davon gibt's, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, in jeder Stage einen. Die sind einzigartig, die kann man nur einmal einsammeln. Das heißt, wenn man die verpasst, muss man auch mal in die Stage zurück und auf jeden Fall nochmal einsammeln. Man hat da keine andere Möglichkeit, an die ranzukommen. Wir bekommen das Sternzepter aus Kirby Schatten bedrohend Traumland. Das ist übrigens auch noch ein Let's Play, was ich machen möchte. Und damit haben wir die erste Stage abgeschlossen. Nice! Level 2 steht uns offen. Schauen wir doch gleich mal rein. Hier haben wir 3 Sonnensteine zu finden. Und offensichtlich geht's um Kanonen. Hui! Ich liebe dieses Spiel. So sehr. Das ist unglaublich. Ich habe mich echt, als ich das Spiel das erste Mal angefasst habe, gleich darin verliebt. Wobei man dazu sagen muss, ich verliebe mich in so ziemlich jedes Kirby-Spiel, was ich anfasse. Von daher, ist das jetzt auch nichts Besonderes. Okay, weiter geht's. Und flop. Und Rinder. Jo. Ein bisschen höhlenartig hier. Ah, ich will die Elektropower loswerden. Ich mag die Elektropower nicht wirklich. Das ist ja auch das Schöne an Kirby Games. Man kann die spielen, wie es einem am besten passt. Aber hier haben wir eben eine neue Power, die ich zeigen kann. Und die ich auch total gerne mag, nämlich die Glocke. Damit können wir quasi Gegner glocken. Und können hier diese Rundum-Attacke machen, die ziemlich breitflächig Schaden verursacht. Und können die Attacke aufladen, um uns herum so ein bisschen Schaden zu machen.
Es ist eine sehr angenehme Power. Einfach weil das hier unglaublich viel Spaß macht. es hat keine besonders große Reichweite. Die Stärke ist ganz in Ordnung. Was halt bei der Glocke ganz angenehm ist, ist die Dash-Attacke, weil die wirklich viel auf dem Screen gleichzeitig treffen kann. Haben den Hintergrund. Und hier haben wir ein kleines Gimmick. Wenn wir da reinspringen, schwimmt Kirby ein bisschen rum mit seinem lustigen Schwimmreifen. Und wenn wir den 3DS drehen, können wir das Wasser auskippen. Das ist natürlich auch wieder für ein paar Rätsel wichtig später. Jetzt wollen wir erstmal hier das einfach löschen. Sehr schön. Und die Tomate einsammeln. Nom, nom, nom. So, bevor ich in den Vordergrund gehe. Ach, geh mal weg. Ich will dich glocken. Ah, das ist so toll. Oh, nice. Sehr gut. Okay, jetzt gehen wir in den Vordergrund. Und ich schau mal, ob es da hier noch was gibt. Ich glaube allerdings nicht. Dok, 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 dok. Oh. Dok, 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 dok. Ich liebe diese Power. Die ist so gut. Okay. Ach nee, wir müssen nochmal in den Hintergrund. Das habe ich ganz vergessen. Hier können wir nämlich aufhauen. Hätte ich jetzt fast übersehen. Und kommt eine Schatzkiste mit einem Sonnenstein. Dem ersten der State. Hätte ich jetzt fast vergessen, dass ich da hin durch kann. Wobei, ich meine, die Schatzkiste hätte ich wahrscheinlich nicht vergessen. Früher oder später hätte ich bemerkt, dass ich da irgendwie dran vorbeigelaufen bin. Dann wären nur ein paar Kirschen gewesen. Die brauchen wir natürlich aktuell nicht. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube... Ah, nee, das bleibt offen. Okay. Ich dachte, die Tür im Hintergrund schließt sich wieder. Dann wollte ich zeigen, dass man sich bei einigen Türen ein bisschen beeilen muss. Hier offensichtlich nicht. Okay, und Kanonen. Bonk, bonk, bonk. Okay, hier können wir auch die Kanone drehen, durch Drehen des 3DS. Das Schöne ist, dass man relativ gut zielen kann, weil die Kanone sich quasi schrittweise dreht. Man sieht auch diese fünf kleinen Pfeile an der Kanone. Das zeigt, in welche Richtung man die quasi feuern kann. Das wird später ganz wichtig, die in den richtigen Winkeln abzufeuern, damit man möglichst alle Secrets bekommt. Tada! Sonnenstein Nummer 2. Und ich glaube, rechts möchte ich mich gar nicht lang feuern, weil da einfach nur Stacheln sind oder sowas, ja. Weiter! Donk, 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 donk. Das dürfte ziemlich Kopfschmerzen bereiten. Okay. Ah, verdammt. Dich hätte ich einfach mal einsaugen können für neue Power. Okay. Du da stirbst. Machen wir erstmal da oben auf. Und hier gehen wir in den Seitenbereich. Türen mit einem einzelnen orangen Stern führen so ziemlich immer in einen Bonusbereich. Eigentlich immer in einen Bonusbereich. Und die kann man auch immer wieder betreten. Das heißt, wenn man den Bonusbereich irgendwas verhaut oder sowas, dann kann man einfach rausgehen, wieder reingehen und es nochmal probieren. Dass man da nichts verpassen kann. Hier müssen wir zum Beispiel mit dem Wasser, was wir haben. Oh, okay. Müssen wir beide Blumen gießen. Oh, ich hätte jetzt noch eins weiter gießen müssen. Na komm. Und, ne? Noch ein bisschen. Komm schon. Okay, und jetzt die andere. Prima. Die eine brauchen wir quasi, um den Schlüssel zu bekommen. Für die Tür da oben. Die andere brauchen wir, um überhaupt zur Tür hinzukommen mit dem Schlüssel. Und wir bekommen den letzten Sonnenstein dieser Stage. Sehr nice. Sehr gut. Hier kann ich mich nicht durchfallen lassen. Na gut. Dann eben nicht. Donk. So. Du gehst mir aus dem Weg. Dich habe ich schon mal gezeigt. Und du da fällst leider in den Abgrund. Oh, was haben wir dann hier drüben noch? Ah, noch ein silberner Anhänger. I see. I see, I see. Okay. Machen wir hier mal nochmal ein bisschen auf. Dieser Waddle Dee hier hilft uns. Das ist ein Helfer Waddle Dee. Und der schenkt uns ein Item. Das können wir verwenden, indem wir es auf dem unteren Screen antippen und dann heilt uns das. Je nachdem, was da für ein Item drin ist, heilt uns das entweder mehr oder weniger. Und ich glaube, ich bleibe bei der Glocke. Ich werde jetzt einfach den Mitboss hier zerglocken. Friss das! Ah!
frohe Weihnachten! Ah. Oh, das kannst du nicht machen. Hopp. Okay. Auch die ganzen bekannten Mitbosser haben so ein bisschen neue Attacken bekommen. Vor allem mit diesem ganzen im Hintergrund reinfliegen und sowas. So, die Ice Power. Wir haben hier dieses, diesen Eisschild. Wir haben den Eisatem. Wir haben die Special Attack in der Luft. Diese kleine Drehattacke. Und können schön auf dem Boden entlang gleiten. Wie eine Prinzessin. Und da oben in den goldenen Anhänger mitnehmen. Sollte man nicht vergessen. Ich muss dazu sagen, ich kenne nicht alle Positionen der goldenen Anhänger auswendig. Ich habe die zwar alle eingesammelt gehabt, aber ich weiß nicht auswendig, wo die alle sind. Das heißt, oh, das war gut. Das heißt, die Anhänger, die ich verpasse, werde ich mir notieren und die werden wir dann am Ende einer Welt oder sowas, werden wir die dann einsammeln und ich zeige das dann nochmal. Falls ich einen verpasse. Was später gut passieren kann. Wir haben den Nadelkuh. Sehr nice. Und Tick. Und Metallum aus Kirby-Maus-Attacke. Und Diner Blade. Nice. Mensch, das Bonuslevel ist ja richtig gut gelaufen. Okay. Alle Sonnensteine. Und damit würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Das nächste Mal schauen wir uns dann Level 3 um. Und würde sagen, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Falls ihr aber dabei seid, könnt ihr den gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.